Ja, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Und wie versprochen, habe ich mich im Off um die Nostradamus-Rätsel gekümmert. So können wir jetzt die Rüstung von Tomate Canellon bekommen, der, wie in der Intro-Sequenz, wie wir da gesehen haben, Jacques de Molay besiegt hat. Und jetzt können wir uns die Rüstung schnappen. Fantastisch. Wenn man bedenkt, dass das seit 500 Jahren hier rumlag. Ja, seit 500 Jahren war die ja da drin und wir können die gleich mal anziehen, wenn es hier rüber geht. Ich denke mal schon. Ja. Und schon hat Arno die Rüstung von Tomate Carnejo an. Die finde ich cool, weil die sieht so ein bisschen aus wie die von Altair. So sahen die in der Zeit halt aus, die Wurfmesser da oben an der Schulter. Finde ich, sieht cool aus. Und falls ihr es gerade gesehen habt, ja, weil ich ja jetzt bei Initiates eben so eine hohe Stufe habe, habe ich eben die ganzen Monturen bekommen. Die hatten wir schon. Ich habe die von Shay bekommen. Die Shay ist ja die Hauptfigur in Assassin's Creed Rogue, das ja hoffentlich dann auch bald kommt. Ich habe Ezios Montur bekommen. Edward seine hatten wir schon und die haben wir dann am Ende bekommen. Also ich habe die von Shay und Ezio bekommen und die von Connor, die hatte ich ja bis gerade eben an, und jetzt eben die von Tomate Carnejo. Die finde ich zwar nett, aber ich finde die von Connor, finde ich irgendwie, weiß nicht, die von Ezio ist auch cool, aber ich finde die von Connor irgendwie, finde ich, am coolsten. Deswegen bleibt es dabei. Ja, Koop-Missionen, sofern ich jemand finde, der mit mir spielt, werde ich dann noch quasi nachreichen, nennen wir es mal so, nochmal eine extra Playlist machen und da dann so 5 bis 10 Parts mit Koop-Missionen reinhauen. Das nächste Projekt, das dann ab morgen kommt, ist The Amazing Spider-Man 2. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. Ciao, Leute.